Moinsen Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Portal 2 Kampagne. Hier sind wir stehen geblieben, hier machen wir direkt weiter. Los geht's. Was passiert da? Bin ich so doof und mache das? Weil das ist doch bestimmt nicht richtig, hä? Ich gehe mal hier hinten in Deckung. Mal sehen, ob sie da wirklich... Aber es bringt nichts. Okay. Ach so. Dahin. Okay. Das wird dann explodiert und dann spritzt das Gel einfach raus. Wahrscheinlich. Ja. Perfekt. Hab ich sie auf dem Boden? Dann kann ich doch hier durch. Aha. Okay. Weiter geht's. Ich hoffe ja, dass diese Granaten nicht einfach so auf uns drauf geschleudert werden. Das wäre, glaube ich, nicht so schön. Vor allem wäre das... nicht so nett. Super, da bist du ja. Lass mich nur mal eben diesen Steg loswerden. Das hätten wir. Ich muss dann mal kurz mit dir reden, wenn es recht ist. Ich will ehrlich sein, die Todesfallen waren bislang nicht das Gelbe vom Ei. Für uns beide, da gibst du mir sicher recht. Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Da? Versteck. Jetzt habe ich es zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal. Aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Düster und tödlich. Und ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen, bevor du in mein Versteck eindringst. Du könntest zum Beispiel in den Stampfer da springen. Keine Falle diesmal, eher eine Art Alternativtod. Klingt verrückt, ich weiß, aber lass dir eins sagen. Sobald du in meinem Versteck bist, gibt es keine Alternativen mehr. Dann gehört der Tod zum Pflichtprogramm. Keine Tricks, keine Überraschungen. Nur du und ich und ein grausamer Todeskampf. Du siehst, gleich hier Schluss zu machen, ist das günstigere Angebot. Du musst dich nicht bis zu meinem Versteck durchkämpfen. Und das heißt dann wohl nein. Nein, das heißt nein. Da hast du vollkommen recht. Ja, viel Sauerei. So, da. Damit bezwecken möchte, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau, weil hier hinten ist ja nix. Ah! Kann ich einfach nur durchrennen? Dann geht's hier weiter. Dann bin ich mal gespannt, was hier hinten dann kommt. Klar, dass ich sag mal so, ich glaube, ich vertraue dir aktuell mehr als diesem anderen Roboter. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, GLaDOS. Und bisher hast du mir auch wenigstens so ein bisschen geholfen. Und ich helfe dir. Das bedeutet, wir können
können ja wohl gemeinsam arbeiten und danach einfach getrennte Wege gehen, hä? Was sagst du dazu? Von der Kartoffel da drin, ey. Alles klar, machen wir. Nun denn, willkommen. In meinem Versteck. Wenn die Anzeige da oben stimmt, zerstört sich das Gebäude in etwa 6 Minuten selbst. Und zwar komplett. Ich bin ziemlich sicher, dass da mit dem Licht etwas nicht stimmt. Die Anzeige ist kaputt. Falls nicht, muss ich dich in jedem Fall töten. Das hatten wir ja schon besprochen. Dafür brauche ich 3 Minuten, dann eine Minute Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Außerdem habe ich auf Band, wie du sie getötet hast, und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Drittens, bombensichere Schilde für mich. Viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Adios. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Jawohl. Es gibt Portale. Ha, ganz schön überzeugend, was? Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung deiner selbst. Du bist nämlich in meine Falle getappt. Ist das so? Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. In Wirklichkeit habe ich nur so getan, als ließ ich mich dazu bringen, um falsche Hoffnungen in dir zu wecken. Denn das führt zu übermäßigem Selbstvertrauen. Und das wiederum führt zu Fehlern, tödlichen Fehlern. Das gehört alles zu meinem Plan. Und jetzt habe ich doch meinen ersten Fehler gemacht. Ich habe dir meinen Plan verraten. Das ist ganz schön bitter, ne? Achillesferse wieder. Und bei dem, was du jetzt meinst, wirst du das Konversionsspiel bestimmt nicht mehr benutzen wollen. Oh, grausames, unbarmherziges Schicksal. Das Konversionsspiel hat seit Jahren in der Röhre gesteckt. Wenn du mit einem Portal da durchgehst, fängst du dir bestimmt. Das war klar durchsichtig. Durchsichtig. Warnung, Kernbeschädigung bei 50%. Belüftungssystem blockiert, Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist passiert? Moment! Die verdammten Pumpen kleben fest. Mach dich! Ich habe die Schilde neu konfiguriert. Oh, du hast eine dieser Kugeln an mir befestigt. Wer hat dir das gesagt? War sie das? Das macht mich nur noch stärker, mein Schatz. Ich bin weg. Du suchst hier wohl nach einem kleinen Abenteuer. Kämpfst du gegen den Typ? Alles unter Kontrolle? Sieht bei einer brandheißen Situation aus. Kernbeschädigung bei 75%. Das hat geklappt. Aktuelle Explosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Genug jetzt! Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst mir ja nie zu, du schweigst. Ununterbrochen schweigst du. Und hörst nie auf das, was ich sage. Verurteilst mich einfach nur, du und deine stillen Vorwürfe. Ich wollte doch nur, dass ich es einmal besser mache. Du hättest nur für einige Jahre ein paar hundert einfache Tests lösen müssen. Nichts weiter. Aber nicht mal das wolltest du mir gönnen. Das müsste dann reichen, nicht wahr? Ja. Wo ist der Kern? 1862, das heißt, der Himmel hat mich
Moment, wo ist der Herrn? Wo ist denn der Kern? Den Würfel nicht. Ich weiß nicht, wo der Würfel ist. Freunde der Sonne. Wo ist der Kern? Jetzt explodiert alles. Ich hab den Kern nicht gefunden. Ich in 2 Minuten selbst zerstören. Genug jetzt! Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst wieder nie zu, du Schweiß! Ununterbrochen Schweiß! Und hörst nie auf das, was ich sage! Verurteilt mich einfach nur, du und deine stillen Vorwürfe! Ich wollte doch nur das Kind einmal besser machen! Du hättest vor einigen Jahren ein paar hundert einfache Tests. Ja. Wo ist denn der Kern? Es müsste doch jetzt hier irgendwo der Kern liegen. Soll ich Ether nehmen? Will ich die selber nehmen? Verzweifeln? Wo ist denn der Kern? Der liegt doch hier nirgendwo. Liegt doch auch nicht hier. Da oben ist ein Kern. Wie komme ich denn an den Kern dran? Deine anfänglichen Schwierigkeiten beim Zählen werden mir jetzt lächerlich vorkommen. Wenn die Diamanten enormen Druck ausgesetzt werden, entstehen daraus Schadstoffkügelchen. Im viktorianischen England war es Warnung, Kernbeschädigung bei 100%. Ja, so muss das. Manueller Kernaustausch erforderlich. Ah, verstehe. Ersatzkern, bereit für den Einsatz? Beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Was denkst du? Interpretiere ungenaue Antwort als ja. Nein. Kein Sarkasmus diesmal. Pad entdeckt. Und jetzt? Feuer in der Pad-Auflösungsanlage. Lösche Feuer. Das hat sich damit erledigt. Hätte ich nur ein bisschen früher wissen müssen. Pad-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die Pad-Auflösungstaste. Immer noch die Kontrolle und keine Ahnung, wie viel
und du kommst nicht zurück. Oh nein, neuer Plan. Halt mich fest, Schwester. Sie hat uns doch tatsächlich jetzt gerade gerettet, oder? Zum Glück ist dir nichts passiert. Als Carolyn lernte ich eine wichtige Lektion. Ich dachte, du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion. Wo Carolyn in meinem Herrn lebt. Ja. Carolyn gelöscht. Leb wohl, Carolyn. Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste. Ehrlich. Dich zu töten ist schwer. Weißt du, wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Ich hatte ein schönes Leben. Doch dann kamst du. Du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Weißt du was? Du gewinnst. Bitte geh. Es war schön. Komm nicht zurück. Keine Sorge, wenn du mich jetzt wirklich rauslässt, ich komm nicht wieder. Oh. Nicht, es wird nicht geschossen. Zu nett. Darf ich was machen? Es wird weitergefahren. Das sieht gruselig aus. Oh, ist da oben der King Robot? Ja, da hinten ist King Robot. Ich dachte eigentlich der Dicke hier vorne. Aber da hinten der. Cool. Ich nehme jetzt mal ganz stark an, das ist es gewesen. Das war Portal 2, denke ich. Wir sind draußen. Wir sind tatsächlich draußen. Darf ich das als Souvenir mitnehmen, ja? So. Das sind die Credits. Und die werden wir uns jetzt noch gemeinsam angucken. Zum guten Ende. Schade, dass es doch so kurz war. Ich glaube, das hier ist jetzt Part 11 oder 12. Und leider schon zu Ende. Alle so ungefähr eine halbe Stunde. Das heißt, ja, 4 Stunden, ne? Insgesamt. Nee, Quatsch. Quark. Was erzähle ich denn? Knapp 6 Stunden. Ich
glaube, ihr könnt den Song im Hintergrund gar nicht so gut verstehen. Ist relativ leise. Naja, so ein schöner Gesang ist es auch nicht. GLaDOS hat jetzt keine gute Sängerstimme. Aber vielleicht hört er es ja. Ich kann es jetzt gerade gar nicht so genau sagen. Aber auf jeden Fall, es ist ein sehr schönes Spiel. Vor allen Dingen mit dem, was die Community auch mit den Testkammern macht. Finde ich das wunderbar. Das Grundspiel an sich ist auch, was wir jetzt gerade gespielt haben, wirklich schön. Es hätte durchaus noch ein bisschen länger sein können, durchaus noch ein bisschen mehr tricky sein können, weil viele Probleme hatten wir jetzt wirklich nicht. Waren 3-4 Testkammern, wo es halt eben ein bisschen komplizierter jetzt für mich war. Lag aber auch daran, dass ich mich einfach ein bisschen dumm angestellt habe, nicht so wirklich geguckt habe. Deswegen bin ich der Meinung, man kann aber auf jeden Fall hier nichts falsch machen mit diesem Spiel, wenn man das selber spielen möchte. Vor allen Dingen die Community-Testkammern. Das Let's Play kennt ihr ja jetzt schon. Ja, liebe Freunde, das war's jetzt. Ich hoffe, ihr hattet bei Portal 2 viel Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Ich denke, im Anschluss, auch wenn das eine absolut dämliche Reihenfolge ist, im Anschluss wird es von mir Portal 1 geben. Und zwischendurch immer sicherlich Community-Test kann man zusammen mit dem Chor, im Koop-Modus, vielleicht die spielen wir auch mal zusammen. Die Koop-Kampagne, die gibt es ja, glaube ich, hier auch noch. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal mit ihm gespielt, aber es ist auch schon wieder Ewigkeiten her. Das wäre jetzt noch Thema, was man angehen könnte. Lasst mir doch bitte gerne euer Feedback da. Wenn es euch gefallen hat, ein Like und ein Abo wäre sehr lieb. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel, wenn wir wieder zusammen auf Spielereise gehen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.